Hast du heute die Sendung, die Live-Übertragung von Putin, die sich mal angeschaut gehabt oder darüber gelesen zumindest? Weil die meisten kennen bestimmt kein Russisch. Also wenn ja, plus, wenn nein, minus. Wenn du die heutige Rede von Putin nicht mitbekommen hast, dann minus. Wenn was mitbekommen hast, plus, nur ausnahmsweise, ja, gut. Alles klar, die meisten haben nicht mitbekommen und nicht gesehen. Also es ist ja folgendes, wie ich schon mehrmals erwähnt hatte, ich verfolge Putin schon seit Jahren, was er eigentlich macht. Und natürlich auch heute hatte ich mir die Zeit dafür reserviert gehabt und hat mir die Zeit genommen, diese 4 Stunden anzuhören, was er erzählt hatte in der Konferenz. Also im Großen und Ganzen kann ich ja sagen, dass die Themen, die angesprochen wurden, insgesamt, wenn ich so zusammenzähle, ungefähr 1 Stunde hat das Thema Krim allgemein, die Fragen um Krim, wirtschaftliche, militärische und so weiter, was dort war. Dann waren da das Thema auch Ukraine natürlich, war auch sehr wichtig. Über die NATO hat er auch einige Minuten erzählt gehabt. Und dann typische Themen so über Soziales und so weiter, dass zum Beispiel eine Straße in ein Dorf gebaut werden sollte und so weiter. Und ich möchte dir jetzt noch sagen, wie gesagt, meine Wahrnehmung, wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung und es heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt und sofort glauben sollst, was ich von dem jetzt dir erzähle. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass du dich ständig selber informierst und reinspürst, denn jeder hat seine eigene Wahrnehmung. Nach der heutigen Rede, die ich von Putin gehabt hatte, ist mir noch ein Stückchen klarer bewusst geworden. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht und das sage ich ganz ehrlich, dass das ein Gesandter Gottes ist. Also Wladimir Wladimirovich Putin ist kein einfacher Politiker in dem Sinne und keine Marionette, die von manchen dargestellt wird. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, das ist meine Erkenntnisse, ist das wirklich ein Gesandter Gottes, um die Menschheit, die jetzt in dieser Situation, in die wir versucht werden, jetzt absichtlich, dass man uns reinführt sozusagen, um das Ganze zu regeln. Denn auf welcher geistigen, auf welcher sittlichen und ethischen Ebene kommuniziert er, also dann muss ich noch viele, viele Jahre üben, um überhaupt nur ansatzweise so zu sein, wie er das gemacht hatte. Obwohl über der ganzen ernste Lage, das, was auch teilweise angesprochen wurde, hat er so cool reagiert und so locker und gewisse Sachen erzählt. Wie gesagt, mir war es ja der Großteil von dem natürlich auch schon bekannt, was der Putin auch schon erzählt hatte. Und aber trotzdem hat es mir nochmal so von meiner Wahrnehmung her gewisse Aha-Erlebnisse gegeben, dass ich sagte, wow, eine weitere Bestätigung, dass es wirklich eine lichtvolle Seele ist, die sich in diesem Körper, also in dem Fall meine ich Wladimir Wladimirovich Putin, inkarniert hatte. Der Friedensnobelpreis, also der verdient nicht nur den Friedensnobelpreis aus meiner Sicht, denn das, was er für Russland gemacht hatte in den letzten Jahren, das ist wie gesagt, die meisten wissen das gar nicht. Wenn Putin nicht gekommen wäre, dann garantiere ich dir, dann hättest du Russland schon in Nur Beispiel, dann hättest du Russland schon in diesen Grenzen schon nicht mehr erlebt, hätten wir das jetzt nicht mehr erlebt. Das ist nur ein Beispiel von welcher wichtigen und schwierigen Situation Russland stand. Und das ist einfach phänomenal, was dieser Mann in den letzten 14 Jahren für Russland in erster Linie gemacht hat und allgemein für die Menschheit in der Welt. Von der Seite kann ich dir sagen, also wir haben auf dieser Erde hat sich zu der richtigen Zeit wieder eine große, lichtvolle Seele inkarniert. Und manche Menschen wissen nicht, mit was ich so mich auch ausführlicher beschäftige. Denn ich hatte ja öfters schon in meinen auch so kostenlosen oder kostenpflichtigen Lektionen gesagt und erwähnt gehabt, dass wenn die russische Zivilisation kurz vorm Scheitern und so vorm Zusammenbruch steht, dass man meint, jetzt ist am Ende, jetzt kann keiner mehr das Ganze retten, kommt irgendeine Seele, inkarniert sich und dann übernimmt die Verantwortung auf sich und dann führt das den Zug wieder auf die richtige Gleise. Und so war es, wie gesagt, mit Putin. Und das, was er bisher versuchte, das ist nur als Beispiel, wie gesagt, kann ich Ihnen nur sagen, dass er mit allen Mitteln versucht, den kommenden Krieg noch zu verhindern.
Zum Beispiel, die Ukraine schuldet ja Geld Russland für Gas, auch für Transit. Also das, was Russland zahlt sozusagen, also den Gas selber meine ich in dem Fall. Also, weil Ukraine bekommt ja Gas auch aus Russland in größeren Mengen auch und die bezahlen jetzt aber kein Geld. Obwohl das vertraglich so vereinbart war, dass ich glaube, am jeden 7. im Monat müsste die Ukraine den Geld überweisen. Und schon im letzten Monat, im März, wurde überhaupt kein Geld überwiesen. Da hatte der Putin gesagt, also da hatte die Zahlen erwähnt, dass in den letzten Jahren Russland über verschiedene Subventionen und sonstige Investitionen, dass über 100 Milliarden US-Dollar investiert hat in die Ukraine. Und wie gesagt, zum Beispiel Putin hatte erwähnt gehabt, dass Russland ist noch bereit, zum Beispiel einen Monat zu warten auf die Zahlungen, auf die ukrainischen Zahlungen. Und wenn die Zahlungen nicht kommen, schon für verbrauchten Gas und so weiter, dann wird Ukraine muss in Vorleistung gehen. Also zum Beispiel, die überweisen einen meinetwegen 1 Milliarde Dollar und dann bekommen die auch Gas für diese entsprechende Menge. Aber Russland hatte über die Jahre hinweg Milliarden schon Subventionen der ukrainischen Wirtschaft gemacht. Und mit dem Ergebnis, was Sie da sehen, die sich selbst ernannte Regierung, obwohl es eigentlich Okkupanten und Junta ist, machen eigentlich der Stress die ganze Zeit. Putin versucht mit allen Mitteln einen möglichen Krieg zu verhindern. Was viele Menschen, und da sage ich jetzt dann, bevor wir es dann zum eigentlichen Thema noch sagen, ich bekomme viele Anschriften von Menschen, die sagen, Putin möge uns retten. Putin ist der Einzige, der uns hilft. Aus meiner Sicht und Erkenntnis, wenn wir selbst unseren Arsch nicht bewegen, wird auch uns alleine der Putin nicht helfen können. Auch sonst, wie er gerne helfen würde, aber wenn es zu viele Menschen sich mit anderen Sachen beschäftigen, da kann der Wille groß genug sein von ihm, wenn er keine Unterstützung bekommt. Deswegen ist es wichtig und entscheidend, dass wir hier, wenn wir in Deutschland von ihm Hand bekommen wollen, sozusagen, dass er uns die Hand streckt, müssen wir auch selber ihm die Hand strecken. Das heißt, wir müssen hier auch in Deutschland aktiv werden.